Wolfsburg wiederum Borussia Mönchengladbach. Und die Gladbacher, die werden mit den Wölfen auf Ewigkeiten den Klassenerhalt in der Saison 1997-1998 in Verbindung bringen. Damals waren sie nämlich quasi schon auf dem direkten Weg in die zweite Liga. Es wäre der erste Bundesliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte gewesen. Und alles, was ihnen damals noch helfen konnte, Benedikt Brinser, war ganz viel Glück und natürlich auch ein Sieg. Am 9. Mai 1998 hofft Gladbach auf ein Wunder. Ja, man wusste, worum es ging. Dementsprechend angespannt war man. Und ja, wie es so schön immer dann heißt, die Hoffnung stirbt dann zuletzt. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist aber noch da. Auch weil rund 6 Wochen zuvor Friedel Rausch neuer Trainer wird. Schon Gladbachs Dritter in dieser Saison. Er hatte ja auch schon eine Strahlkraft, das muss man ehrlich sagen. Habe ich selten so erlebt, dann auf einmal war ein neuer Trainer da und ich habe bei der Borussia viel erleben dürfen tatsächlich. Doch bis zum letzten Spieltag heißt es bangen und sammeln. Ich habe Kleeblätter gesammelt, 3 Stück. 3 Punkte braucht die Borussia bei den bereits geretteten Wolfsburgern, ist aber auch abhängig von den anderen. Ja, da mussten viele Konstellationen zusammenpassen. Gladbach, noch nie zuvor abgestiegen, geht nach 13 Minuten in Führung. Durch Stefan Effenberg, der zu diesem Zeitpunkt kräftig mit den Bayern flirtet. Um Effen gab es ja immer irgendwelche Gerüchte gefühlt. Also da war er ja einfach auch ein Typ für und das hat ihn ja auch ausgemacht. Und er war halt auch ein Leader in der Mannschaft. Der konnte da tatsächlich dann immer auf den Punkt eigentlich abliefern, ja, bei solchen Sachen. Die Borussia, angeführt vom Kapitän, noch vor der Pause mit dem 2:0. Peter Winhoff trifft, Karlsruhe verliert in Rostock und Gladbach schafft tatsächlich das Wunder, Klassenerhalt. Der Pokalsieg von 95, ich glaube, das Spiel oder dieser Nichtabstieg hat noch eine höhere Bedeutung für die ganze Region, für die ganze Umgebung. Gladbach bleibt oben dank der besseren Tordifferenz. Aber im Freudentaumel erklärt Effenberg, dass er geht. Stefan Effenberg wird definitiv den Verein verlassen, das steht fest. Aber auch das zieht die Stimmung, naja, nicht runter. Die Borussia auch nach der Rückkehr noch gefeiert. Ich glaube, das war eine große Sache, dass wir das geschafft haben. Aus so einer schwierigen Situation heraus. Und ja, das prägt dann natürlich dann auch. Logisch.